Hallo Ute, Hallo Sarah. herzlich willkommen zu einer neuen Grundrissschau. Du hast uns heute ein Pultdachhaus mitgebracht, also ein Einfamilienhaus plus Einliegerwohnung. Von der Quadratmeterzahl her liegen wir Wir bei. liegen im Gesamten bei 225 Quadratmeter, davon Also hat der großzügig. Einleger 44. Okay, auch eine schöne Größe für eine Genau. Einliegerwohnung. Ja. Dann würde ich sagen, wir springen gleich mal in die Planung rein. Ja. Aber vorher am besten noch einen kleinen Überblick zu den Randbedingungen Ja. der Bauherrenfamilie. Ja, also es sollte eine Einliegerwohnung im Erdgeschoss realisiert werden, nicht wie häufig im Kellergeschoss, sondern im Erdgeschoss. Die Familie hat das so geplant, zum einen erstmal für eine Au-pair, die da unterkommen soll und später eventuell, dass man ein Gewerbe da drin unterbringen könnte, also ein Büro, irgend sowas in der Richtung. Und es sollte relativ flexibel geplant sein, sodass man diesen Wohnbereich, den Hauptwohnbereich mit der Einliegerwohnung später mal kombinieren kann. So war der Plan, genau. Auch wieder Bebauungsplan, relativ strenge Vorgaben. Und ja, schauen wir uns gleich mal an, wie es denn geworden ist. Genau, wir springen gleich mal in die Planung rein und bis gleich. A Better Place. So, jetzt haben wir hier gleich mal einen ersten Eindruck vom Gebäude. Mit der Einliegerwohnung, die wird vermutlich hier liegen, So in dem ist es, genau. angebauten Bereich. Der Anbau, der Flachdachanbau, da ist die Einliegerwohnung untergebracht, genau. Auch das war Wunsch der Familie, dass der Eingang der Hauptwohnung, des Haupthauses so ein bisschen zurückversetzt ist. Und ja, den Wunsch haben wir ganz gut realisiert, denke ich, richtig. Deshalb zurückversetzt, weil halt eben in Zukunft geplant ist, da eventuell dann mal ein Büro unterzubekommen. Und dann soll natürlich der Privatbereich so ein bisschen geschützter zurückversetzt sein. Ja, das Hauptgebäude mit Pultdach. Ja, einfach eine moderne Dachform. Da hat der Bebauungsplan so ein bisschen Spiel gelassen. Es hätte auch ein Flachdach sein können, war aber bewusst nicht gewünscht von der Familie. Ja. Haben wir dann in den Wohnräumen, auch hier in den Schlafräumen im Obergeschoss, ist es dann auch bis oben hin fürsthoch offen oder einfach normale Zwischendecke? In dem Fall jetzt eine normale Zwischendecke wäre aber natürlich auch möglich gewesen. Genau. Dann schauen wir uns gleich mal den Grundriss an. Erstmal den vom Erdgeschoss. Genau, da haben wir jetzt im hinteren Bereich, also links, den Hauptwohnbereich. Auch wieder großzügiger Eingangsbereich, Garderobennische, wo man einen schönen Einbauschrank unterbekommen kann. Dann direkt über Eck, das war auch ein Wunsch, dass das so ein bisschen über Eck gehen soll, in den Wohnbereich übergehen soll. Direkter Zugang in die Küche, sodass man da einen relativ kurzen Weg dann auch hat und nicht über den Essbereich in die Küche gehen muss. Ansonsten hätte man natürlich auf diese Schiebetür einfach verzichten können. Aber es ist halt immer der Wunsch, der direkte Weg. Ja, und sonst wäre hier ja auch eine Wand Genau, geschieht. Dann würde man jetzt ansonsten. hier auf eine Wand zulaufen. Da Vielleicht würde ist es man auf eine Wand trotzdem. zulaufen, aber man könnte natürlich hier noch mal ein bisschen die Garderobe erweitern, wenn man möchte. Klar, Man ja. kann das mit einem Bild, mit einem Spiegel, wie auch Ja. immer, wieder so ein bisschen auflockern. Da ist jeder wieder selbst gefragt, was ihm am besten gefällt. Ja. Dann haben wir klassisch halt das Gäste-WC im Flurbereich, hier in dem Fall jetzt auch ohne Dusche. Und Küche mit Speisekammer, mit kleiner Speisekammer. Die Küche ist sehr, sehr großzügig geplant, auch mit direktem Zugang auf die Terrasse über eine Schiebetür. Schiebetür logischerweise immer bodeneben, das heißt wirklich richtig viel Licht in die Küche und das sieht dann nachher schon richtig toll aus. Ne? Dann hier auch noch mal durch die Küche über hier Über, die Glasschiebetür ja, wahrscheinlich wird es dann am genau, Ende sein. ja, Auch noch mal in den Dielenbereich wirklich super viel Licht mit richtig. rein. Immer wichtig, tatsächlich. Eine Diele, ein Flur, ein Hauseingang sollte immer gut belichtet sein, weil es ist tatsächlich sehr unschön, wenn man in einen dunklen Flur kommt. Deswegen macht es auch Sinn, dass man mit Seitenteilen Ja, arbeitet bei der Haustür. Eben genau. Seitenteile aus Glas am besten dann, wenn man Richtig. vielleicht auch einen dunklen Dielenbereich hat, wo jetzt kein anderes zusätzliches Fenster untergebracht werden kann, ist das auch immer noch eine Option hier. Richtig, die Option sollte man sich immer offen halten, dass man da auf jeden Fall mit Glaselementen arbeitet. Genau. Ja, dann haben wir den sehr großzügigen Wohn-Ess-Bereich mit knapp 35 Quadratmeter nur Wohnen, Essen. Auch hier Belichtung von allen Seiten. Auch wieder ein Hebeschiebeelement zur Terrasse. Ja, also das ist tatsächlich immer sehr wichtig. Sehr, sehr viel Licht lässt Räume natürlich noch viel großzügiger wirken.
auch wenn sie hier schon sehr großzügig bemessen sind einfach. Aber man hat natürlich durch diese viele Belichtung verschiedene Möglichkeiten einfach. Auch jetzt in dem Fall haben wir zum Beispiel mal ein Sitzfenster eingeplant beim Essbereich, genau hier. Da lässt sich zum Beispiel, wenn man da eine Sitzbank davor baut vom Schreiner und die auf entsprechender Höhe, auf Sitzhöhe, kann man das zum Beispiel auch als Sitzgelegenheit direkt für den Esstisch nutzen. Ja, das zum Beispiel, wenn man Gäste bekommt und würde den Tisch dann einfach verlängern, erweitern, wie auch immer, und hat man ja häufig das Problem, man hat gar nicht so viele Stühle im Haus, dann kann man das nutzen, wenn man das im Vorfeld in entsprechender Höhe plant. Genau. Sehr schön, ja. Hier haben wir unten vom Eingangsbereich, von der Diele aus noch zugänglich, das Arbeitszimmer. Beim Arbeitszimmer, das ist jetzt so geplant, dass man eventuell später mal, wenn kein Au-pair mehr in der Einliegerwohnung wohnt oder auch nicht fremdvermietet ist, dass man genau hier einen Zugang schaffen kann in diesen separaten Bereich, sodass man halt nicht über den Außenbereich in die Hauptwohnung gehen kann, sondern direkt aus dem Wohnbereich, in den Einlieger oder in den Bürobereich dann übergehen kann. So war die Idee, so ist es geplant. Ja. Mhm. Von daher ist man da, hat man tatsächlich alle Varianten offen gelassen. Und bleibt flexibel. Und bleibt total flexibel, so ist es. Schauen wir uns den Einlieger noch an. Ja, das machen wir. Zugang hier auch noch von mal vorne. Genau. Zum Eingangsbereich, ja. Eingangsbereich, auch da wieder eine vernünftige Garderobe. Und geht dann auch direkt über Küche, Essen, Wohnen ist natürlich bei einem Einlieger immer eins. Ne? Da muss man halt schauen, den Küchenbereich kann man ja relativ klein halten. Ja. Und wichtig ist da so ein bisschen eine Sitzgelegenheit dann und im Prinzip ein Sofa. Viel mehr muss da nicht unterkommen und bei 20 Quadratmetern hat man da schon ganz ordentlich Platz. Genau. Dann ein großzügiges Dusch-WC. Das finde ich ist immer trotzdem noch wichtig, dass man da einfach Platz hat, dass man da sich vernünftig bewegen kann, auch ein Schränkchen unterbekommt irgendwo noch, genau. Dann muss ein Abstellräumchen vorgesehen werden. Da könnte jetzt zum Beispiel, Waschmaschine, Trockner auch rein. Gestapelt übereinander. Ansonsten natürlich beim Einlieger ganz gerne halt Waschmaschine ohne Trockner meistens in der Küchenzeile untergebracht, weil irgendwo muss es hin, da muss man dran denken. Ja, und dann haben wir noch ein Schlafzimmer. Etwas über 12 Quadratmeter. Also insgesamt hat die Einliegerwohnung 44 Quadratmeter. Ja. Also für eine Einliegerwohnung wirklich eine schöne Größe. Ist eine schöne Größe, genau. Also für eine Person absolut ausreichend, super bequem. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Dann gehen wir gleich mal ins Obergeschoss des Haupthauses. Da sehe ich schon drei Kinderzimmer. Richtig. Also eine Planung mit drei Kindern. Ja. Auch immer interessant, wie man die drei Kinderzimmer in dem Grundriss unterbringt. Naja, wir haben da noch die Steigerung. Drei Kinderzimmer, zwei Bäder und eine Ankleide. Ja. Was häufig eine Herausforderung ist, genau. Aber dem stellt man sich ja gerne, das ist ja kein Problem. Aber durch die einläufige oder gerade Treppe haben wir dann wirklich auch wieder viel Flurfläche im Obergeschoss, wodurch sich dann viele Räume dann auch begehen lassen. Genau, genau. Also das ist natürlich bei der geradläufigen Treppe, was dann manchmal zum Nachteil ist, diese große Flurfläche, die man halt produziert, wird bei so einem Wunsch der vielen Räume natürlich zum Vorteil, weil ich von allen Seiten erschließen kann. Das ist dann relativ einfach, genau. Wo fangen wir denn an? Wir fangen am besten mal hier bei Kinderzimmer, hier oben gleich an. Wir kommen hier hoch und laufen dann in Kind 3. Genau, Kind 3. Ja, ist ein bisschen kleiner geplant. Das ist oftmals so, wenn wir noch ein drittes Kind bekommen, dann darf es auch schon ein bisschen kleiner sein. Es gibt momentan zwei, und es sollte halt ein drittes Kinderzimmer vorgehalten werden. Das ist jetzt halt ein bisschen kleiner, aber das war dann auch in Ordnung, Dann haben wir hier ein Kinderbad mit Badewanne. Das ist das Bad für die Kinder, zugänglich vom Flurbereich aus. Also das Hauptbad tatsächlich mit der Badewanne für die Kinder vorgesehen, weil es halt meistens auch wirklich von den Kindern genutzt wird und von den Eltern gar nicht so häufig. Und dann muss man nicht zwei Badewannen vorhalten. Ja, es muss immer alles auch gepflegt werden, muss man auch immer dran denken. Ja. Und das ist ja auch natürlich eine Kostenfrage. Auch, dann, ist eine Kostenfrage und braucht natürlich auch Platz. Ja, auch auf jeden klar, Fall. Genau. Und dann kommen die zwei Kinderzimmer zum Gartenbereich hin, Kind 1, Kind 2, jeweils etwas über 15 Quadratmeter, also eine super
tolle Größe für Kinderzimmer, kriegt man alles sehr gut. Und dann sieht man ja auch schöne Schrankgröße möglich. Mhm. Ja. Würde auch ein größeres Bett reinpassen, da dann mal im Teenageralter. So ist es, genau. Genau. Dann laufen wir noch einmal hier rum und dann kommen wir ins Elternschlafzimmer. Ja, Elternschlafzimmer auch wieder schöne Größe, knapp 15 Quadratmeter. Mit direktem Zugang ins eigene Duschbad, mit großer, begehbarer Walk-in-Dusche. Auch schön, ja. Genau, nicht der direkte Blick aufs WC, wenn ich die Tür öffne, auch wieder so ein bisschen ums Eck versteckt. Und ein Doppelwaschtisch war gewünscht und ja, bei knapp 7 Quadratmeter super gut realisierbar. Genau. So, ja, auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir hier noch eine kleine Ankleide. Und dann haben wir die Ankleide. Die ist jetzt nicht direkt belichtet, aber schon indirekt über dieses Fenster. Durch diese hier. Sichtachse hier, genau, kriegen wir da trotzdem Licht rein und können halt auch belüften. Ja, auch immer ganz wichtig. Für Ankleiden ist es oftmals gar nicht so verkehrt, wenn sie keine direkte Lichtquelle haben. Die Kleidung dann wirklich ganz, ein offener Schrank ja, ist. Genau, ja, genau, wenn es ein offener Schrank wird, dann ist es oftmals besser, gar nicht direkt zu belichten. Von daher, ja, ist ja über diese eine Sichtachse genug Licht vorhanden. Auf jeden Fall, ja. Ja. Dann sind wir da auch durch. Dann haben wir noch eine Teilunterkellerung. Wir haben hier eine Teilunterkellerung, eigentlich aus zwei Gründen. Also Keller musste, weil einfach das Grundstück, die Vorgaben im Bebauungsplan so strikt waren, dass wir das Haus nicht noch größer hätten planen können, dass wir noch einen Technikraum unterbekommen mit den Vorgaben, die der Bauherr ansonsten an mich gerichtet hat. Und deshalb war der Keller eben notwendig. Und die Topografie des Grundstückes ist halt auch so, dass es zum Garten hin etwas abfällt. Und dann macht es natürlich immer Sinn, dass man so ein bisschen in dem Bereich dann auch den Keller unterbringt. Und deshalb jetzt hier eine Teilunterkellerung, weil man einfach sieht, anhand der gestrichelten Bodenplattenfläche, die jetzt hier noch zu sehen ist, wenn wir alles unterkellert hätten, was das für Flächen gibt. Ja. Das wäre schon enorm groß geworden. Das ist mächtig. Ich meine, wer es nutzen kann, in Ordnung, aber man muss natürlich auch immer die Kosten so ein bisschen im Auge behalten und das ist dann schon mächtig. Ja, genau. Klar. Und unten im Keller tatsächlich klassische Kellerräume, also ein Kellerlagerraum, eine Werkstatt und der Hauswirtschaftsraum. Und der Haustechnikraum, genau, Flurbereich und ansonsten gibt es beim Keller jetzt tatsächlich nichts Spannendes. Ja. Einfach nur praktischer Nutzen. Ja, genau. Ansicht Nummer eins. Ansicht Nummer eins, genau. Haben wir jetzt hier einmal den Anbau der Einliegerwohnung? Richtig. Ja, man sieht den Einlieger. Zum Teil ist es noch Wohnzimmer. Das letzte Fenster, das rechte, das einzelne, das ist noch vom Wohnzimmer. Alles andere ist Einlieger, genau. Aber man sieht jetzt durch diese Farbe, also zum einen durch die Farbe vom Anbau, von diesem eingeschossigen Flachdachanbau und auch durch diese Putzabsetzungen, wirkt es halt als Einheit. Man sieht eigentlich jetzt von außen gar nicht, dass es eine Einliegerwohnung ist. Man sieht jetzt hier rechts an der weißen Fassade schön diese Sitzfenster im Wohnzimmer, was man natürlich von der Größe her variabel gestalten kann. So ein Sitzfenster ist natürlich immer fest verglast. Ne? Ja, klar. Genau, also auch da sollte man dran denken, plant man sowas im Obergeschoss, was gerne gemacht wird, in Galerien, muss man sich überlegen, wie komme ich denn von außen hin zum Putzen. Ne? Das stimmt. Jetzt hier über den Anbau... Wäre es jetzt wieder möglich. Natürlich immer mit Aufwand, klar. Na klar. Aber es wäre möglich. Ja, genau. Genau. Dann hier Fenster von... Das ist Fenster vom Duschbad. Duschbad und... Und Fenster vom Kinderzimmer Nummer 3. Ja. Ja, auch da nicht bodentief, sondern einfach mit hoher Brüstung. Ja. Ja, sodass man eine Absturzstange in irgendeiner Form braucht, sei es in Edelstahl, sei es in Glas. Gibt es ja unterschiedliche Varianten. Ja. Aber einfach wieder viel Licht in die Räume. Je mehr Licht, umso größer wirkt es halt auch an. Und man kann dennoch was stellen und hat auch wieder so ein bisschen Schutz. Ja, man ist halt deutlich variabler dann in der Möblierung. Ja, auf jeden Fall. Das ist die Straßenansicht vom Haus, wieder Eingang Einliegerwohnung mit Eingangsüberdachung. Und dieses dreiteilige Fenster ist der Küche-Ess-Wohnbereich, Aufenthaltsbereich vom Einlieger. Auch super schön belichtet. Super schön belichtet, aber auch da wieder nicht bodentief, weil man ansonsten natürlich sehr transparent ist zur Straße hin, muss man auch wieder mögen. Ja, klar. Und da wieder oben das Fenster vom Kinderzimmer 3. Und links, das ist Schlafzimmer im Obergeschoss. Genau, ja. Und das einzelne unten, das ist vom Arbeitszimmer das Fenster, was so ein bisschen als Eckverglasung auch so ein bisschen angedeutet ist und auch wieder optisch verbunden ist durch die farbigen Putzabsetzungen. Ja.
Ja, das ist der Hauseingang vom Haupt, von der Hauptwohnung mit ja, Festverglasung oder festverglasten Seitenelementen auf beiden Seiten. Auch schön, auch wenn schön, beide Seiten verglast. Genau, wenn man den Platz hat, wenn die Diele die Größe hat, dass man das vorsehen kann, ist es halt immer sehr schön, weil man sich tatsächlich schon mal das erste Licht in die Diele holt. Genau. Gerade bei so einem Grund, wie wir was jetzt hier haben, wo das Ganze über Eck geplant ist, muss man natürlich schon schauen, dass der erste Bereich, die ersten 2-3 Meter, auch schön belichtet sind. Ja. Und das geht natürlich über zwei Elemente natürlich sehr gut. Mhm. Ja, das ist das Fenster vom Gäste-WC. Mhm. Das ist nochmal Arbeitszimmer und Einlieger, also genau. Dusch-WC ja. vom Einlieger und das Arbeitszimmerfenster nochmal, auch da nochmal so ein Fassadenversatz. Ja. Aber als Einheit? Genau. Mhm. Das wirkt wieder als Einheit. Das war mir auch wichtig, dass es nicht so total separiert wirkt, diese Einliegerwohnung, sondern wirklich ineinander übergeht, dass es tatsächlich was Homogenes ist. Ja. Genau, ja. Und oben haben wir Schlafzimmerfenster und das ist das Duschbad der Eltern. Genau. Ja. Gartenansicht, sehr viel Glas im Erdgeschossbereich. Zweimal Hebeschiebetür. Zweimal Hebeschiebetür, rechts die Küche, links der Essbereich. Dann beim Anbau Festverglasung für den Wohnbereich nochmal. Mhm. Also wirklich Licht von allen Seiten. Auf jeden Fall, ja. Ist halt immer toll. Mhm. Ja, genau. Und bei Hebeschiebetüren halt immer schön, dass die Flügel nicht im Raum stehen. Ja, lässt jetzt gerade im Küchenbereich natürlich, ja, da ist man sehr, sehr flexibel dann mit seiner Küchenplanung. Ja. Parallelschiebetüren werden hier nochmal ein bisschen eine günstigere Variante. Das ist ein bisschen, aber man hat eine höhere Schwelle dann am Ende. Man hat die höhere Schwelle, genau. Mhm. Und ja, lässt sich auch nicht anders planen, da hat man dann die höhere Schwelle und ist immer die Frage, will man es auch, weil natürlich Elemente in dieser Größenordnung, wie wir sie hier geplant haben, als Kippelement ist natürlich auch schwer. Ne? Ja. Das ist dann auch so ein bisschen wartungsintensiv nachher, dass es auch über Jahre funktioniert. Ja. Ne? Genau. Also die Investition kann sich lohnen für eine Hebeschiebetür. So ist es. Ja, also tatsächlich. Die kostet natürlich deutlich mehr, aber da tut man sich schon gefallen, dass man zumindest eine am Hauptausgang auf die Terrasse sich einplant. Zwei sind natürlich dann schon Luxus, aber eine sollte man schon. Ja, ja. Okay. Oben haben wir nochmal die Kinderzimmerfenster. Kind 1 und 2, auch wieder asymmetrisch geteilt, was eine Fassade einfach auflockert. Mhm. Beide Flügel lassen sich öffnen. Und auch hier wieder mit entsprechender Brüstungshöhe, dass wir großzügige Fenster bekommen und entsprechend Lichteinfall in die Räume. Ja. Wunderbar. So, zum Abschluss haben wir jetzt nochmal hier eine Perspektive vom Garten. Ja. Hier sieht man dann auch nochmal schön, dass es wirklich alles eine Einheit ist. Mhm, genau. Auch hier der Anbau. Hier haben wir einmal hier noch Wohnzimmer und dann kommt hier schon... da kommt schon der Einlieger. Der Einlieger sozusagen. Richtig, ja. Genau. Und da haben wir den Anbau von der Küche, der sich hier nochmal so ein bisschen nach vorne schiebt und dadurch natürlich auch so einen leicht geschützten Bereich in der Terrasse halt einfach automatisch ergibt. Immer sehr schön, wenn das so ein bisschen aufgelockert halt einfach auch ist. Ja. Ja, vielen Dank für die Planung. Sehr gerne. Und wenn ihr euren Grundriss auch von Ute planen lassen wollt, dann schaut unten in die Videobeschreibung, dort findet ihr den Link. Und jetzt bis zum nächsten Grundriss, würde ich sagen. Ich freue mich.